Meine Lieben, ich weiß, die digitale Welt hat uns etwas überrollt und wir sollten trotzdem darauf achten, dass unsere Kinder von Hand schreiben und malen, auch wenn sie jetzt in letzter Zeit nur noch so tippen. Es geht darum, dass jeder einzelne Finger wirklich eine Bedeutung hat in unserem Körper, in unserem System und auch mit dem Hirn verbunden ist. So wie die linke, rechte Hand mit der linken und der rechten Hirnhälfte, über Kreuz im Übrigen, verbunden ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Synapsen bilden, damit wir zum Beispiel auch gewisse Hormone ausschütten, die uns helfen, gut zu schlafen, in Balance zu sein, glücklich zu sein. Also ganz wichtig, dass Kinder schreiben und malen und nicht nur tippen. Ja, ganz, ganz wichtig. Es fördert die Kreativität und die Verknüpfung von der linken und rechten Hirnhälfte, was wir brauchen, um glücklich zu sein, um im Balance zu sein, um ausgeglichen zu sein. Und in der Entwicklung wird es uns Meilen voraushauen, als wie alle, die nur einseitig eine Tätigkeit tun. Also ganz wichtig, schreiben und malen. Für das habe ich die Bücher gemacht, bitte. Und jetzt lese ich euch weiter vor, weil hinten steht ja noch was ganz Besonderes. Bis zum nächsten Video.